Super DJ führt, Super DJ, heute mit Laura wirklich im Sattel, mit der Trainerin, alles klar für Super DJ, der Dortmund-Spezialist, der gewinnt sein drittes Rennen im Winter. Jetzt kommt Christine in der Barmitte, Christine geht nach vorne vor Lokowskeschel, Christine, Lokowskeschel, Christine gewinnt das Rennen vor Lokowskeschel, Peter Vinaldo, Christine gewinnt. Aber an der Spitze, Scouting for Girls mit Nero D'Avolo streckt sich, Nero D'Avolo wird stärker, Nero D'Avolo mit Scouting for Girls mit Nero D'Avolo und ganz außen Konari, Konari kommt doch angeflogen. Majoli Chéri versucht zwischen beiden zu kommen und das gelingt auch, Majoli Chéri jetzt mit WikiLeaks, Majoli Chéri setzt sich mit WikiLeaks auseinander. WikiLeaks wird jetzt aufgemuntert, aber Majoli Chéri mit Laura Gisken ist vorne. Majoli Chéri mit WikiLeaks. Majoli Chéri mit zwei Längen. WikiLeaks dahinter auf dem zweiten Platz, aber die Würfel sind gefallen. Laura Gisken mit Majoli Chéri gewinnt vor WikiLeaks All Dynamite auf dem dritten Platz. Vor Baker Street gibt sich nicht geschlagen. Baker Street geht nach vorne vor Giants Coltrane und außen kommt Polarstern angeflogen. Polarstern, Polarstern, Polarstern wird Zweiter. Kevin Woodburn, 63 Jahre jung, der absolute Wahnsinn. Er ist ein Top-Jockey im Rennsattel gewesen und als Amateur ist er einer, der unseren Jungspunden im Rennsattel, Damen wie Herren, natürlich auch nochmal ganz viel beibringen kann. Silversieg in der Bahnmitte, an der Seite von Ferragosta, Silversieg an der Seite von Ferragosta, die kämpft zurück, Ferragosta, der Silversieg, 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 außen gewinnt. Außen geht All About Me nach vorn, aber Rapid Beauty hält dagegen, All About Me, Rapid Beauty innen, ist tapfer, aber All About Me mit Kevin Woodburn, jetzt im Vorteil und auf den letzten Meter kann sich All About Me hier behaupten, vor Rapid Beauty zum Sieg. Lara wird stärker, ist sofort an der Seite von Shamrock Emma, Shamrock Emma mit Lara. Lara geht nach vorne, Lara hat sofort vorne, Lara mit dem Kommando, Shamrock Elmer wehrt sich aber, Lara und das wird der dritte Sieg für Woody und Angelika Glodde, Lara gewinnt das Rennen von Shamrock Elmer. Hardhead wird jetzt gestellt von Corinne, Corinne geht vorbei, Corinne vor Hardhead, Corinne mit 71 Kilo, das ist unglaublich, Corinne, Hardhead kämpft da zurück, Hardhead oder Corinne. Vorne, die beiden sind weg, innen WikiLeaks, außen davon. Next Wave, Olga Lasnowska gegen Kevin Woodburn. WikiLeaks an der Innenseite von Next Wave, kämpft tapfer zurück. WikiLeaks ist aber vorne. WikiLeaks wird hier auch gewinnen für den Stall Puritan und für Sarah Weiss und Kevin Woodburn. Dahinter Next Wave auf Platz 2.